Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo geht es um ein Buch aus dem Barockzeitalter von Christoffel von Grimmelshausen. Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch oder wie es auf dem Buchdeckblatt steht, abenteuerlicher Simplicissimus. Ich ward gleich wie Phönix durchs Feuer geboren. Ich flog durch die Lüfte, ward doch nicht verloren. Ich wandert im Wasser, ich streifte zu Land. In solchem Umschwärmen macht ich mir bekannt, was oft mich betrübet und selten ergetzet. Was war das? Ich hab's in dies Buch hier gesetzet, damit sich der Leser, gleich wie ich itzt tu, entferne der Torheit und lebe in Ruhe. Ich habe diesen Text vom Deckblatt jetzt mal laut und deutlich und vor allen Dingen langsam vorgelesen, damit jeder, der dieser Schrifttype und Sprache nicht so mächtig ist, gleich mal einen Eindruck bekommt, in welcher Art und Weise dieses Buch geschrieben ist. Es ist für uns heute also völlig unverständlich, redundant, schwierig verstiegen, man kommt da also kaum durch. Es ist das Hauptwerk von Grimmelshausen und erschien 1668, 69. Ein barocker Roman von Vitaler. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com